Ja, also ich war nicht, bin auch nicht Mitglied der Parlamentarischen Gesellschaft, aber ab und zu gehe ich da natürlich auch hin. Das sind die Einzigen, die im Freien ein Restaurant haben und Bier anbieten. Und das wird immer genutzt, besonders extensiv im Juni, Anfang Juli, bei der letzten Sitzungswoche. Weil dann, wenn man das letzte Mal in Berlin übernachten muss und am Freitag fliegen dann alle zurück und in Urlaub Das hält man nur etc. blau aus, oder? Ja, da fällt man nur. Und da ist es so, dass an dem Donnerstag die Sitzung immer besonders lange geht. Und dann kriegst du um 22 Uhr noch eine namentliche Abstimmung, an der alle teilnehmen. Und dann sitzen die da vereint. Dann sind aber Lobbyisten nicht mehr zugegen. Das ist denen zu spät. Also kurze Zwischenfrage, wie viele sind dann bei einer solchen namentlichen Abstimmung eigentlich nicht mehr zurechnungsfähig bzw. juristisch belastbar Ja. für das, was sie dann letztlich oder Ich würde sagen, ein Achtel. Aber das ist nur geschätzt. Gysi gegen Gutenberg.